So, willkommen zum vorerst letzten Teil des Modellierungskurses für Blender 2.79. Und wir schauen uns jetzt mal noch ein paar restliche Sachen an. Ich füge mal einen Würfel hinzu, gehe in den Edit Mode und unterteile den mal mit einem Loop Cut. Und da haben wir ja jetzt hier einen Punkt. Ich drücke wieder Steuerung Tabulator Taste 1 und kann jetzt den Punkt auswählen und kann jetzt mit G den Punkt bewegen, ist klar. Ich kann aber auch G drücken, zweimal G, und kann den jetzt hier an der Kante lang rutschen lassen. Und der ist jetzt immer hier auf der Kante, kann den auch hier, kann ich ihn vorziehen und zurück, aber hier, egal wo ich mit der Maus hingehe, bleibt immer an dieser Kante. Dann kann ich jetzt auch einzelne Flächen verstecken mit H. Die sind nicht gelöscht, die sind nur versteckt, falls ich hier innen irgendwas modellieren will, und kann sie mit Alt-H wieder zurückholen. Ich kann jetzt auch diese Fläche hier auswählen und Shift-H drücken, dann wird alles andere versteckt, außer diese Fläche. Und wieder mit Alt-H kann ich sie zurückholen. Ich kann die Auswahl invertieren, ich kann STRG-I drücken, wird alles andere ausgewählt, außer diese Fläche. Und genau, was ebenfalls noch wichtig ist, ist, ich kann mit der Steuerungstaste und ich jetzt hier an den Pfeil ziehe, rastet das ein. Wenn ich die Umschalttaste dazu drücke, rastet das feiner ein. Und was ebenfalls noch sehr wichtig ist, ich füge mal hier zwei Loop Cuts ein und nehmen wir mal an, ich will jetzt diesen Loop hier, will ich jetzt extrudieren. Drücke also Alt und dann die rechte Maustaste. Und wenn ich jetzt skaliere, passiert das. Und wenn ich extrudiere, passiert was ganz Seltsames. Und das ist nicht das, was man will. Deswegen mache ich das mal rückgängig und drücke stattdessen Alt E und wähle hier das zweite Region. Und jetzt kann ich das hier raus extrudieren. Kann es wieder raus extrudieren und skalieren. Gehen wir mal hier auf dieses Skalierungswerkzeug. Kann das jetzt nach unten skalieren. Und so kann ich solche Sachen modellieren. Außerdem kann ich jetzt so eine Fläche auswählen und mit STRG und T das in zwei Dreiecke verwandeln und kann mit Alt und J das wieder verschmelzen in ein Viereck. Ich kann jetzt zum Beispiel das in ein Dreieck nehmen, kann ich jetzt diese einzelnen Dreiecke separat bearbeiten. Kann hier wieder durchschneiden und so weiter. Gut, das ist erstmal das Wichtigste. Und in folgenden Videos werden wir dann unter anderem das Ganze mal anwenden und mal ein paar konkrete 3D-Modelle erstellen. Zum Beispiel ein Wohnzimmer oder ein Auto, was wir dann auch animieren werden, Materialien vergeben werden und da mal ein kleines Filmchen draus machen. Okay, bis dann.